kommt auch der Brawler. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Gurkel Game. Supercell wird bald ein großes neues Update rausbringen, wo unter anderem mit Events drin sind, wo jede Woche zwei neue Star Powers kommen. Das heißt, für jeden Brawler gibt es dann wahrscheinlich eine zweite Star Power, zwischen der man switchen kann, wenn man beide hat. Ja, dann kommt auch der Brawler raus. Ja, und da das Update mittlerweile sogar raus ist schon, werde ich jetzt nochmal das Update in den Fakten zusammenfassen. Über den neuen Brawler wird euch gleich noch Lauchi ein bisschen was erzählen und ein Gameplay von sich zeigen, da er ja den Brawler schon kriegen kann. Ich zähle euch jetzt mal die neuen Star Powers auf. Shelly hat eine neue Star Power namens Wunderpflaster. Sinken Shellys Trefferpunkte unter 40%, regeneriert sie umgehend sämtliche Trefferpunkte. Das Wunderpflaster lädt sich innerhalb von 20 Sekunden wieder auf, das heißt, es ist schon, finde ich, sehr OP. Nita, Hyperbär. Nitas Bär greift schneller an. Die Zeit zwischen seinen Schlägen reduziert sich um 50%. Colt. Magnum Spezial. Colts Angriffsreiche und die Geschwindigkeit seiner Geschosse werden um 11% erhöht. Bull. Harter Bursche. Sinken Bulls Trefferpunkte unter 40%, enthält er ein Schild, der sämtlichen Schaden, den er leidet, um 30% reduziert. Jesse. Shocky. Scrappy, ihr Turm, schießt nun Energiekugeln, die nach einem Treffer auf das nächste Ziel überspringen. Das heißt ungefähr wie normaler Angriff von Jesse auch. Brock, Rakete Nummer 4. Brock bekommt einen weiteren Munitionsslot, kann also 4 verfügbare Raketen haben. Dynamike, Demolition, fügt 1000 Schaden zu seinem Superskill hinzu. Bo, Snare a Bear. Anstatt sie zurückzustoßen, werden Gegner nun 2 Sekunden von Bows Superskill gelähmt. El Primo, Meteoritenexpress. El Primo erhält nach dem Einsatz seines Superskills 5 Sekunden lang einen Geschwindigkeitsschub von 25%. Barley, Extra Noxious. Fügt 140 Schaden pro Sekunde zu Barleys Angriffen hinzu. Poco, Screeching Solo. Pocos Superskill trifft nun auch Gegner und verursacht 1200 Schaden. Rosa, Thorny Gloves. Rosas Schläger verursachen zusätzlich plus 200 Schaden, während ihr Superskill aktiv ist. Rico, Robo Retreat. Wenn Rico unter 40% Trefferpunkte hat, bewegt er sich 34% schneller. Daryl, Rolling Reload. Wenn Daryl seinen Superskill benutzt, lädt er automatisch 3 Munitionsslots nach. Penny, Balls of Fire. Kanonenkugeln von Pennys Turm setzen den Boden für 3 Sekunden in Brand. Gegner in diesem Bereich erhalten 400 Schaden pro Sekunde. Karl, Schleuderschutz. Während Karls Superskill aktiv ist, erleidet er 30% weniger Schaden. Piper, Snappy Sniping. Wenn Piper einen Gegner trifft, Türme und Bots wird eingeschlossen, lädt sie direkt 0,5 Munition nach. Pam, Mamas Knuddeln. Pams heilender Turm verursacht jetzt bei Gegnern 300 Schaden pro Sekunde. Frank, Sponge. Frank bekommt plus 1000 Trefferpunkte. Bibi, Betting Stance. Wenn Bibis Home Run Anzeige voll ist, erleidet sie 30% weniger Schaden. Mortis, Coiled Snake. Mortis bekommt einen Schwungbalken. Seine Schwungreichweite ist 100% größer, wenn der Balken voll ist. Es dauert 3 Sekunden, diesen Balken zu laden, wenn alle 3 Munitionsslots voll sind. Also genauso wie bei BBD Home Run Balken. Und das ist dann wahrscheinlich genau doppelt so weit. Tara, Healing Shade. Taras Superskill öffnet ein Dimensionsportal. Eine Schattenversion von Tara erscheint, um sie und ihre Teamkameraden zu heilen. Genau das Gegenteil von der anderen Star Power. Genie, Pat on the Back. Teamkameraden werden um 2000 Trefferpunkte geheilt, wenn Genie mit seinem Superskill trifft. Das heißt, wenn man die mal verfehlt und dann trotzdem die Gegner trifft, werden die trotzdem geheilt. Das heißt, Genie ist ab jetzt auch ein Heiler. Spike, Curveball. Stacheln der Kaktusgranate fliegen in einer Kurvenbewegung. Dadurch ist es einfacher, Gegner zu treffen. Das finde ich auch sehr OP. Crow, Carrion Crow. Crow teilt 120 Schaden mit Hauptattacke und Superskill aus, wenn er 50% oder weniger Trefferpunkte hat.
Gegner, Türme und Bots sind davon auch betroffen. Leon, Invisihill. Leon regeneriert 600 Trefferpunkte pro Sekunde, während sein Superskill aktiv ist. Und zuletzt der neue Brawler, Automatic Reload. Von dem Brawler ist die Nachladezeit 16% kürzer. Dann gibt es auch eine neue Währung, nämlich die Star-Punkte. Mit diesen Star-Punkten kann man sich exklusive Skins holen. Und die kriegt man entweder, wenn man seine Brawler auf Rang 10 hat, dann kriegt man 100 Star-Punkte, bei Rang 15 200, bei Rang 20 300 Star-Punkte. Und dann kann man sich, wie gesagt, die exklusiven Skins holen. Die werde ich auch gleich nochmal ansagen. Diese Star-Punkte kann man aber auch dadurch bekommen, dass am Ende der Saison, das kennt ihr ja sicher, wenn ihr über 500 Pokale bei einem Brawler habt, dann wird euch die Hälfte der Pokale über 500 abgezogen. Einfach so. Und die sind dann weg. Allerdings werden diese jetzt 1:1 in Star-Punkte übersetzt. Alle Pokale, die dann wegfallen, werden dann in Star-Punkte gesetzt. Jetzt kommen wir zu den Skins. Da gibt es einmal den günstigsten, den gesetzlosen Colt, den habe ich mir gegönnt, für 500 Star-Punkte. Dann Linebacker Bull für 2500 Star-Punkte. Und jetzt wird es schon richtig teuer. Lichtmecker Bow und Goldmecker Bow. Der Lichtmecker-Bow für 10.000 Star-Punkte und der Goldmecker-Bow für 50.000 Star-Punkte. Und dann gibt es noch den Nachtmecker-Crow und den Goldmecker-Crow. Der Nachtmecker-Crow für 10.000 Star-Punkte und der Goldmecker-Crow für 50.000 auch. Das ist praktisch nochmal eine Stufe über dem Phoenix-Crow. Ist ungefähr genauso aus, nur irgendwie so ein bisschen nach Roboter-mäßig. Und darum geht es ja auch in diesem Update. Außerdem gibt es neue Community-Karten und Kartenänderungen. Bei Juwelenjagd wurden Spitzerwinkel und Schlangenhöhle hinzugefügt. Bei Tresorraub wurden Sandjuwelen, Strandräuber und heißes Eisen hinzugefügt. Bei Kopfgeldjagd wurde Sonnenstich und brennender Sand hinzugefügt. Bei Belagerung wurden Mecha-Match und Fabriksturm neu hinzugefügt. Und bei Showdown wurden hinzugefügt Cavern Churn. Und Passage wurde entfernt. Die gute Pyware-Map. Aber gut. Neue Events gibt's bald im Sommer. Ein neues Sonderevent Sommer der Roboter. Darum geht's, wie gesagt, in dem Update. It's the Summer of Robots! Und es gibt eine neue Menümusik, neuer Hintergrund. Außerdem gibt's dann bei Brawl Ball, Tresorraub und Kopfgeldjagd das Strandmotiv bei der Map-Auswahl, bei der Ereignisauswahl. Außerdem bei der Belangsänderung, es ist nun einfacher, bis zu 500 Trophäen pro Brawler zu erreichen. Erst nach 700 Trophäen wird das jetzt schwieriger, einen Fortschritt zu machen. Außerdem noch wurden die Trefferpunkte in Tresorraub von 40.000 auf 45.000 erhöht, weil die Tresorraub-Spiele im Durchschnitt immer kürzer waren als andere Spielmodi. Okay. Dann war's das und dann gebe ich zurück an Kulia. Ich will hier auch direkt ein Video machen, wahrscheinlich, hoffentlich. Da er schon 5200 Trophäen mehr als, glaube ich, hat, ja, dann wird er den auch direkt bekommen. Ja, Kulia, natürlich gibt's ein Video über das neue Update, wo ich mit dem neuen Brawler Tick spiele. Wählen wir am besten ihn schon mal aus und spielen mit ihm jetzt ein paar Runden Duo Showdown. Viel Spaß. Sind wir auch schon in der Runde und wie ihr seht, Tick ist ein Werfer und hat eine sehr große Range. Oh, den haben wir easy geholt. Er hat eine größere Range als Barley und Dynamike. Und deswegen, also er wirft so ähnliche Minen wie wie Bows Minen. Sehen jetzt halt nur anders aus, aber im Brawl Talk sahen die genauso aus wie die Minen von Bow. Und wenn die auf Gegner treffen, wenn man hier vielleicht, sieht man das gleich, wenn sie auf den Gegner treffen, dann explodieren sie sofort. Und wenn nicht, dann bleiben die so noch ein bisschen liegen. Also bleiben die länger liegen. Das habt ihr vielleicht gesehen bei dem Bow, dass die sofort explodiert sind. Und seine Ulti ist halt so ein...
halt so eine Bombe, die auf die Gegner zuläuft und dann mega viel Schaden an denen machen. Den habe ich auch, easy. Oh, mein Teammate ist gestorben. Oha, ich habe einfach 10. Ich habe 10 Power-Ups, 11. Ja, geil. Au, au, da kriege ich ein bisschen Schaden, aber das ist nicht schlimm. Hilfe! Oh, den habe ich. Nice. Und er hat sehr wenig HP am Anfang. Deswegen ist es relativ schwer, mit ihm zu spielen. Weil andere Brawler ihn einfach schnell down kriegen. Und deswegen ist es nicht ganz leicht. Die Runde ist ganz gut gelaufen. Am besten spielen wir gleich noch eine Runde. So, da sind wir auch schon in der Runde. Die erste Kiste. Gestern Abend kam das raus, kam Tick raus. Und ich finde es ein cooler Brawler. Und auch ein lustiger Brawler, weil er auch lustig aussieht. Und wie man sieht, ich habe 4 Power-Ups und habe nur 3800 Leben. Also so viel wie so ein Crow oder ein Barley auf. Mit 0 Power Cubes. Also es ist ziemlich wenig Leben, was er hat. Den habe ich. Da ist eine Bibi. Geh weg. Ach du Schreck. Achtung. Weil so eine Piper ist da ganz gefährlich, weil. Oh, den habe ich. Die habe ich fast. Ach, okay. So eine Piper ist ziemlich krass, aber ich werfe jetzt mal meine. Alles klar. Okay, dann nicht, ne? Die haben einfach meine Minen-Dings. Meine kleine Bombe zerstört. Achtung! Ah, da kommt eine Bibi. Ha! Die hab ich. Nice one. Und mein Teammate lebt auch wieder. Geh weg. Da kommt ein Mortis. Oh ne. Haha, danke. Autsch. Oh oh. Muss man aufpassen, weil ich bin hier schon fast tot. Da, das ist gut. Autsch. Aber das gewinnen wir auch wieder. Ja, gewonnen. Nice, zweite Runde gewonnen. Jetzt sind wir schon Rang 4 mit Tick. Und jetzt spielen wir noch eine letzte Runde mit Tick. In Duo-Showdown. Sind wir auch schon da. Da oben ist eine Kiste, die holen wir uns. Nice, haben wir. Da laufen Leute lang, die kriegen wir hoffentlich. In die Mitte alles. Woo! Party! Nein. Da kommt wieder ein Tick. Und Tick kriegt man, also ist, man dachte erst, dass es kein Meilenstein-Brawler wird, der rauskommen wird. Aber dann hat es sich doch so entwickelt. Und ja, Tick kann man ab 4000 Trophäen freischalten. Deswegen habe ich schon Tick, weil die anderen haben noch nicht Tick. Weil die sind erst bei 2000 Trophäen, was aber nicht schlimm ist. Die Kriegen haben ja trotzdem das Update. Oh, hier sind mega viele, die Kriegen. Nice. Aua. Schaden. Der Geschick findet sich immer ganz schön. Ja. Nice, gewonnen. Also mit Tick ist es sau einfach zu gewinnen. Jetzt sind wir auch schon Rang 5. Das ging schnell. Alles klar. Okay, gut. Ich würde dann auch an der Stelle das Video beenden. Es war eine kleine Einführung von dem neuen Brawler Tick. Also bis dahin.
viel Spaß und ciao. Ja, das war's eigentlich auch schon so direkt. Also freut euch auf die kommenden Tage und Wochen. Falls ihr aktiv seid, aktiviert die Glocke. Abonniert natürlich und lasst ein Like da. Auf jeden Fall haut rein. Ciao.